Ja, mein Lieben, also jetzt starten wir das Interview und über das Thema Meditation, Meditation für Kinder. Der Sponsor dieser Podcast-Folge ist Athletic Greens. Und ihr wisst, meine Liebe, ich mache Werbung nur für die Produkte, zu denen ich wirklich stehe, die die Welt verbessern und mich aber persönlich umhauen. Und Athletic Greens gehört definitiv dazu. Athletic Greens wurde von Neuseeländer Chris Ashenden aufgrund seiner persönlichen Gesundheitsprobleme circa vor 10 Jahren mit Hilfe von Ärzten, Heilpraktiker und Ernährungswissenschaftlern entwickelt. Und das Ziel von Chris war ein Produkt, also ernährungsphysiologisch das vollständigste Nahrungsergänzungsmittel der Welt zu entwickeln. Was ist denn Athletic Greens? Athletic Greens ist ein umfassendes All-in-One-Getränk, für deine und meine Gesundheit. Denn Athletic Greens besteht aus 75 wertvollen Zutaten, unter anderem Vitaminen, Mineralstoffen und Probiotika, die ich einfach in meine Morgenroutine bereits integriert habe. Und dieses Getränk ja, hält Kernbereiche meines Körpers wirklich gesund. Ja? Darunter sind Immunsystem, Energiehaushalt, Regeneration und natürlich die Gesundheit meines Darms. Ihr wisst, ich bin ein Fan von natürlichen Zutaten, denn ich beschäftige mich ja mit Ayurveda. Und Athletic Greens liefert nur natürliche Zutaten. 75 Vitamine, Mineralstoffe, ein Superfood-Komplex, Probiotika und Adaptogene und weitere nachweislich wirksame Stoffe beinhaltet dieses Produkt. Und als ich die Inhaltsstoffe gesehen habe, konnte ich wirklich meinen Augen nicht trauen, weil das hat mich sowas von positiv überrascht. Da sind so viele wertvolle Zutaten drin. Ich kann die gar nicht alle aufzählen, aber zum Beispiel Gerstengras, Ashwagandha, Apfel, Brokkoli und so weiter und so fort. Und alle kommen aus Pflanzen, Obst, Gemüse. Und das ist für mich, was Athletic Green wirklich wertvoll macht. Und das ist wahrscheinlich vollständigste Rezeptur auf dem Markt. Mit einem Löffel Athletic Greens täglich hast du alle deine Nährstoffbedürfnisse befriedigt. Ich trinke Athletic Greens jeden Morgen vor dem Frühstück. Bestimmt habt ihr das schon in Stories gesehen. Das ist so ein grünes Getränk. Sieht sehr gesund aus, schmeckt aber auch sehr gut. Ne? Einfach ein Löffel wertvollen Pulver in die Flasche rein, durchschütteln und fertig ist euer Getränk. Ist eure Nährstoffbombe für den Tag. Und Athletic Greens teste ich bereits seit 2 Wochen und bin wirklich mega begeistert. Ich bin, merke ich, viel energievoller, ruhiger im Alltag, ausgeglichener mit meinen Kindern. Und ich habe das Gefühl der Sättigung. Also ich greife nicht mehr so zwischendrin zu Süßem, vor allem so Trockenfrüchten oder Obst. Ne? Also da ist mein Hungergefühl nicht so ausgeprägt, ja, weil mein Körper schon genug Vitamine, Mineralstoffe erhalten hat und ich habe auch weniger, viel weniger so Hungerattacken. Für mich ist es enorm wichtig, dass Athletic Greens keine schädlichen Inhaltsstoffe hat, keine künstlichen Farbstoffe oder Süßstoffe. Und Athletic Greens passt wirklich zu jeder Ernährungsform, ob du vegan, vegetarisch, Keto, Paleo, Laktose oder glutenfrei dich ernährst. Du hast die Möglichkeit, jeden Monat ein Päckchen von Athletic Greens vor die Haustür geliefert bekommen. Du hast die Möglichkeit, Athletic Greens direkt vor deiner Haustür monatlich zu empfangen. Und das ist auch ein großer, großer Vorteil, besonders in der heutigen Zeit. Und im Moment gibt es eine mega coole, wie ich finde, und sehr, sehr großartige und großzügige Aktion für euch, meine Lieben. Denn wenn ihr jetzt über den Link, den ich euch jetzt nenne, oder den ihr auch in der Beschreibung der Podcast-Folge
euch Athletic Greens bestellt, bekommt ihr ein Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu eurer Bestellung dazu. Ne? Vitamin 3, D3, Jahrespack. Also das finde ich sehr großzügig. Und ebenfalls 5 Päckchen Athletic Greens für unterwegs. Also meine Lieben, falls Athletic Greens euer Interesse geweckt habt, ihr unbedingt Athletic Greens testen wollt und eure Gesundheit verbessern wollt und fördern wollt, dann geht jetzt einfach über den Link www.athleticgreens.com/geliebt. Ich wiederhole nochmal kurz, Athletic mit H und C am Ende, also www.athletic mit C Greens, greens.com/geliebt. Bestellt euch dieses Wundergetränk mit so vielen Wertstoffen und vor allem alles in einem. Und ihr erhaltet über diesen Link erhaltet ihr Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Päckchen fürs Unterwegs. Ich wünsche euch ganz, 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 ganz viel Spaß. Bleibt gesund, ist mega lecker das Getränk und bleibt energievoll den ganzen Tag und am besten euer ganzes Leben. Und ich möchte euch heute meinen Gast vorstellen. Das macht er gleich am besten selbst. Also Jean ist Psychologe und beschäftigt sich mit dem Thema Meditation für Kinder. Und darüber sprechen wir auch heute in diesem Interview. Jean, schön, dass du da bist und danke für deine Zeit, die du dir für diesen Podcast genommen hast. Hi Ada, freut mich, dass du mich einlädst und ja, freue mich auch darauf, heute über das Thema zu sprechen mit dir. Genau. Magst du dich mal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und wie du überhaupt auf dieses Thema gekommen bist? Gerne. Also mein Name ist Jean, wie du schon angekündigt hast. Ich bin Psychologe und bin einer der Co-Gründer von Aumio. Aumio ist eine Meditations- und Entspannungs-App für Kinder. Wir machen mit Aumio in spielerischen Übungen und achtsamen Geschichten eben unseren Beitrag, dass Kinder gesund, selbstbewusst und weniger gestresst aufwachsen können. Und Aumio habe ich als Psychologe in meinem Masterstudium zuerst entwickelt, habe mir damals die Idee dazu ausgedacht, dass wir einfach Kinder helfen können, viel früher auch mit Achtsamkeit in Berührung zu kommen, um so ihnen von klein auf zu helfen, gesund aufzuwachsen. Genau, und seitdem sind wir da unterwegs, sind jetzt seit 2 Jahren als kleines Startup, als kleines Unternehmen unterwegs, um das Ganze eben zu entwickeln. Und ja, macht viel Spaß und freut mich natürlich, dass es auch jetzt immer mehr auch zum Thema wird, durch Meditation und Entspannung für Kinder. Ja, schön. Also das Thema beschäftigt sich schon länger. Und ich finde ebenfalls so Entspannung und Meditation für Kinder so als Thema und auch für Erwachsene grundsätzlich sehr, sehr wertvoll. Und vor allem, denke ich mal, in der jetzigen Situation, in der jetzigen Zeit, ist es besonders ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema, ja. Besonders für Kinder, ne? Absolut. In der zeitigen Entwicklung. Lass uns doch ein bisschen über jetzige Situation sprechen. Ja, ich weiß gar nicht, ich bin so wirklich emotional mit diesem Thema verbunden. Zwar sind meine Kinder noch nicht irgendwo in der Schule oder im Kindergarten, aber wenn ich mir Schüler und Kinder in Bussen, in den Schulhöfen anschaue, dann nimmt mich das wirklich mit und ich mache mir auch Sorgen über meine Kinder. Und es sprechen ja ganz, ganz viele Psychologen schon darüber, welche Auswirkungen die ganze Situation auf die Entwicklung der Kinder hat. Jetzt erzähl mal, was ist deine Sicht auf jetzige Situation? Wo sind deine Bedenken? Naja, also es ist natürlich erstmal vollkommen klar, dass die sozusagen, wie wir jetzt ja auch
als Erwachsene das Ganze wahrnehmen, es belastet uns, es strengt uns an, wir haben Angst, auch teilweise Verlustängste, weil wir vielleicht beruflich nicht mehr das machen können, was wir eigentlich tun. Und das ist im Endeffekt ja spiegelbildlich das, was Kinder auch erleben. Also sie einerseits erleben das in ihren Eltern, dass sie Angst haben und diese Ungewissheit sie belastet, und gleichzeitig haben sie natürlich auch ihre eigenen Bedürfnisse, die hier durch Lockdowns und durch die ganze belastende Situation mit Corona auf sie auswirken. Also vorne angefangen natürlich so die ganze soziale Entfaltung der Kinder, die sehr stark eingeschränkt ist, und auch das soziale Lernen und überhaupt das Lernen, wenn jetzt Kinder viel im Homeschooling sind, das betrifft viele Kinder. Und was wir sehen, ist ein immensen Anstieg der psychischen Belastungen der Kinder. Also es gibt ja vom UKE, das ist das Uniklinikum in Hamburg, eine Studienreihe, in der sie zu Beginn, zum ersten Lockdown letztes Jahr, eine erste Erhebung gemacht haben, was so die Belastung der Kinder betrifft. Und da konnte man schon sehen, dass im Vergleich zu sonst, wo die Belastung vieler Kinder auch schon hoch ist, das darf man gar nicht, unter den Tisch kehren. Aber dass sie nochmal angestiegen ist. Und jetzt zuletzt im zweiten Lockdown gab es im Februar nochmal die Erhebung. Und da hat man gesehen, dass jedes dritte Kind gerade psychisch belastet ist, wirklich akut psychisch belastet ist. Und fast jedes zweite Kind auch solche, man nennt es dann psychosomatischen Auffälligkeiten zeigt. Psychosomatisch heißt, dass ich Bauchschmerzen habe oder Kopfschmerzen, vielleicht Gliederschmerzen, dass sich so körperliche Symptome zeigen, die aber eigentlich psychisch bedingt sind. Das ist immer das erste Anzeichen dafür, dass Kinder oder dass wir als Menschen gestresst sind, dass wir Ängste haben, etc. Also, Ja, bei Kindern ist es ja auch so, dass sie, vielleicht kannst du noch kurz erklären, also nicht jedes Kind zeigt das auffällig mit seinem Verhalten, oder? Dass es gestresst ist. Also kannst du uns mal kurz erklären, welche Reaktionen oder an welchen Reaktionen können Eltern bei Kindern feststellen, dass etwas doch nicht stimmt? Klar, also da triffst du natürlich den Nagel auf den Kopf. Kinder teilen mir nicht mit. Also als Kind bin ich selten in der Situation zu sagen, hey, ich bin übrigens total gestresst und mir geht's nicht gut. Weil das ist etwas, was wir ich bin jetzt 30 Jahre alt, ich habe mindestens, sag ich mal, 24 Jahre gebraucht, um zu dem Punkt zu kommen, überhaupt in so eine Grundhaltung zu kommen, dass ich meine Gefühle so mitteile. Und für Kinder ist es natürlich genauso. Oft leiden sie dann im Stillen, und das äußert sich dann so ein bisschen über so Auffälligkeiten wie Schlafprobleme. Also sie können überhaupt gar nicht einschlafen, weil sie unruhig sind, oder wachen total oft auf. Es zeigt sich in Wutausbrüchen oder in so emotionalen Gefühlsausbrüchen, die übermäßig stark sind und stärker, als sie das vielleicht sonst von ihrem Kind gewohnt sind. Und eben dann, wie gesagt, auch in solchen Symptomen körperlicher Natur wie Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, ich möchte nichts essen. Das sind dann so Anzeichen, die das aufweist. Ja. Und wenn du über Belastungen der Kinder in der jetzigen Situation sprichst, kannst du noch mal kurz diese Belastungen mal nennen? Also eine wäre zum Beispiel Einschränkung der sozialen Kontakte. Ja. Naja, welche gibt es noch? Ja, also da gibt es ja unabhängig von den Lebenssituationen der Eltern und Kinder viele. Also wenn ich jetzt in einer Wohnung wohne, für mich ist das jetzt gerade so aushaltbar, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte jetzt hier auch schon 2-3 Kinder, die ich innerhalb der Wohnung beschäftigen muss, jetzt zur Winterzeit zumindest, war das ja sehr stark auf die Wohnung beschränkt, dann ist es allein diese räumliche Enge und überhaupt gar nicht die Möglichkeit zu haben, auch meine Energie, auch meine körperliche Energie rauszulassen. Und das staut sich dann an, und das staut sich dann, diese Energie staut sich dann eben auch in Form von Stress an, weil ich überhaupt gar nicht mein Adrenalin loswerde, dass ich vielleicht draußen auf dem Spielplatz beim Rennen rauslassen kann.
Das heißt, da staut sich dann dieses Stresshormon in mir an. Das ist einmal diese räumliche Enge. Dann können wir darüber reden, natürlich, genau, also du hattest es ja schon gesagt, also die sozialen Kontakte, die ich vermisse als Kind, wirklich, wir sind soziale Wesen von klein auf. Und neben unserer Familie sind wir auch, sobald wir in der Schule sind, ja auch so ein bisschen darauf hin gesellschaftlich trainiert worden, dass wir eben soziale Kontakte auch außerhalb der Familie haben. Und dass wir da Freunde und Freundinnen haben, die vermissen wir. Dann die ganze Situation mit dem Homeschooling ist sehr belastend, insoweit, dass ich gar nicht die Möglichkeit habe, nachzufragen, wenn ich was nicht verstehe. Dass ich viel eher in die Gefahr laufe, zu glauben, ich kann Sachen nicht, ich bin zu blöd dafür. Und dass so wirklich der Selbstwert der Kinder auch leidet, weil sie viel eher sich überfordert fühlen mit Schulaufgaben und gar nicht sehen, vielleicht mein Nachbar neben mir am Tisch kann die Aufgabe auch nicht lösen. Und dann kann ich das schon wieder so einsortieren von wegen, es ist halt kompliziert so. Und meine Lehrerin hilft mir vielleicht, das dann zu verstehen. Also Selbstwert kann darunter leiden. Und ganz generell einfach so die Ängste, die ja wir als Gesellschaft auch ausstrahlen oder als Eltern, wenn ich merke, das Geld langt vielleicht nicht mehr am Ende des Monats und solche Sachen. Also ganz vielseitig. Ja. Vor allem ja die Eltern, also die Kinder spiegeln ja auch das Verhalten der Eltern. Und wenn Kinder ja besorgte Eltern sehen, wie du sagst, sich um das Finanzielle kümmern und schauen, wie wir jetzt klarkommen mit dem Geld, was wir jetzt haben, ne? Das spüren und fühlen alles die Kinder. Und Und auch auf eine Art, wo sie sehr sensibel sind. Ne? Also sie spüren das ja auch. Also viele Kinder sind ja noch wirklich sehr fein darauf gepolt, auch Stimmungen. Wir bekommen es ja eher so ein bisschen abtrainiert über, sage ich mal, Schule, Leistungsorientierung. Es geht ja so ein bisschen weg davon, dass wir wirklich auf Gefühle und Stimmungen anderer Menschen achten. Das heißt, Kinder, je jünger sie sind, desto sensibler sind sie eigentlich auch noch und so achtsamer tatsächlich auch für solche Stimmungen. Und desto eher wird vielleicht auch ein Kind, ganz junge Kinder auch vielleicht auch eher davon absehen zu sagen, hey, mir geht's schlecht, weil sie schon wissen und merken, meiner Mama und meinem Papa geht's vielleicht gerade auch nicht gut und deswegen äußere ich das vielleicht auch gar nicht und bin dann eher so ein bisschen still mit dem Thema. Und um die Eltern nicht dann noch mit etwas anderem zu belasten. Ja, das das erleben wir oder hören wir zumindest auch wirklich von Kindern, die das ganz fein spüren und das auch eher für sich behalten. Ja, und ich denke mal, vielleicht auch das Thema, so wenn wir jetzt an die Schule denken, auch so dieses ein bisschen so Misstrauen, ne, meinem Gegenüber, weil das wird ja oft vermittelt, jeder kann quasi Corona haben und wir müssen da aufpassen und da habe ich zum Beispiel auf dem Spielplatz auch wir waren da mit Kindern unterwegs und dann hat mein Kind auf der Schaukel geschaukelt und nebendran war die Schaukel frei und da kam ein Mädchen, die war glaube ich so, das war so 6-7 Jahre alt, ne, und dann hat sie hat es zuerst gefragt, hast du Corona? Und unsere Kinder sind da jetzt nicht involviert, weil sie halt noch außerhalb vom System sind. Und wir da versuchen, sie nicht da mit reinzuziehen, erklären schon, aber jetzt nicht so diese Ängste machen und so. Mein Kind hat überhaupt nicht verstanden, was das meint. Ja, aber ich meine, vom Mädchen, diesem Mädchen aus, ist es ja dann schon dieses Misstrauen. Hast du Corona? Ich kann das nicht erkennen. Also lieber frage ich nach. Da ist ja nicht dieses, ne, wie es früher war, ich spiele direkt mit dir, sondern erstmal nachfragen. Ne? Natürlich, ja. Also ich meine, und das ist ja auch wieder sowas, das merken wir vielleicht als Erwachsene. Wir sind vielleicht etwas zurückhaltender jetzt auch im sozialen Kontakt, dass wir umarmen uns ja nicht, um eben solche Ansteckungen zu vermeiden. Wir wissen es nicht und das strahlt sich dann eben auch auf die Kinder, dass sie dann viel vorsichtiger werden. Und ja, es ist so ein bisschen, ohne jetzt zu depressiv zu klingen. Und ich persönlich bin jetzt auch guter Hoffnung, dass sich die Situation in den nächsten Monaten schon deutlich zum Positiven wendet. Aber es hat sich natürlich so ein bisschen ein Schleier über unser
unser gesellschaftliches, soziales Verhalten gelegt, der sich eben auch klar über die Kinder und ihren Austausch legt. Total. Ja. Genau. So ist die Situation. Und wie du sagst, wir wollen ja nicht nur depressive Stimmung verbreiten, ja, sondern wir wollen ja die Eltern auch soweit wir es auch können, unterstützen, denen so Hilfe anbieten, ja, und so. Und erzähl mal, was ist überhaupt, also ihr habt ja diese App entwickelt für, ja, Entspannung und Meditation für Kinder. Ja. Was ist überhaupt Meditation? Also, ja, ne, Meditation klingt für ganz viele so hochspirituell und, ja, viele verstehen das gar nicht. Brech mal da ein bisschen so runter und wie siehst du, was Meditation ist? Gerne. Für mich ist das, ich bin da auch ein total nüchterner Mensch, was das betrifft. Ich bin, wie gesagt, sehr aus der Wissenschaft geprägt, als Psychologe, und habe mich auch sehr, ja, wissenschaftlich dem Thema Meditation angenähert. Und für mich ist Meditation einfach, wenn ich mich für einen Moment auf eine Sache konzentriere und mich wirklich darauf einlasse, auf das, was da gerade ist. Und das ist dann so ein bisschen, das Thema Meditation, Achtsamkeit kommt dann so ein bisschen in den Gleichklang. Also es geht wirklich darum, in dem Moment mich auf eine Sache zu fokussieren. Und Meditation ist dann oft, was wir damit assoziieren, oder was, woran wir denken, wenn wir Meditation hören, ist dann, ich atme ein und aus und konzentriere mich voll auf mein Ein- und Ausatmen. Das ist eine Art zu meditieren. Jetzt können wir uns natürlich alle, glaube ich, gut vorstellen, dass es für Kinder nicht das Spannendste auf der Welt ist und so vielleicht Meditation nicht das, das ist, was Kinder als allererstes machen wollen. Deswegen machen wir bei Audio Meditation auch ein bisschen bunter und breiter, also genauso wie Meditation auch eigentlich verstanden werden kann. Ich kann mit allem meditieren und mit allem, was an mir ist, mit allem, was um mir herum ist. Und so helfen wir eben Kindern auch, das Thema Achtsamkeit und Meditation nahezubringen. Ich kann auch meditieren, während ich gehe, und einfach nur darauf achten, wie es sich anfühlt, wie meine Füße über den Boden gleiten. Oder ich kann damit meditieren, was in mir drin los ist, welche Gefühle irgendwie gerade in mir toben oder auch ganz leise vor sich hin plätschern. Und genauso bildhaft, wie ich es jetzt gerade auch versuche zu beschreiben, also wie äußern sich vielleicht Gefühle auch in mir, so versuchen wir auch bei Aumio-Kindern das Meditieren, aber auch ganz, ganz gewöhnliche Entspannungsübungen einfach näher zu bringen. Mit Aumio gehen Kinder eben auf eine Weltraumreise, die sie in ferne Galaxien bringt, aber gleichzeitig auch durch ihren, wie wir es nennen, inneren Kosmos geleitet. Also Kinder lernen sehr spielerisch bei Aumio kennen, wie sie wirklich entspannen können, wie sie vielleicht auch merken, wenn in ihnen Stress ist, wenn in ihnen Wut ist, wie sie mit solchen starken Gefühlen auch umgehen können. Und so gesehen ist Meditation für mich einfach was sehr vielfältig ist, aber es geht irgendwie immer darum, mich auf eine Sache voll einzulassen. Also im Hier und Jetzt zu sein quasi. Genau. Ne? Genau. Mit sehr dem, was ich tue. Genau, total. Ja. Ja, es gibt ja die Hörer haben bestimmt schon auch so im Erwachsenenleben gehört, dass manche Frauen sagen, wenn ich zum Beispiel irgendwas male, so Mandalas male, dann meditiere ich. Ne? Total. Dann ist man das, was du sagst, voll konzentriert auf das Malen, auf die Farben, auf die Formen. Und dann kommt man da auch runter, ne, damit. Genau. Also klar, eine Wirkung von Meditation ist auch immer die Entspannung, ganz allgemein, aber eben auch so dieses Gefühl von alles andere auch wirklich mal beiseite zu lassen, weil ich mich voll auf eine Sache einlasse. Und wir wollen einfach Kindern mit Aumio die Möglichkeit geben, sehr kindgerecht sich dem Thema anzunähern, über Geschichten, über aktive, bewegte Elemente, wo ich als Kind eben nicht still da sitzen muss und in so einer Yogi-Haltung ein- und ausatme, sondern ein bisschen rumspielen kann oder dabei einfach vielfältig das Thema kennenlernen. Und was wir sehen, ist, dass es wirklich sich sehr
auf die Kinder auswirkt, und zwar, dass sie wirklich entspannter werden, dass sie ruhiger werden, auch gerade viele machen das, viele Familien machen es auch abends als Routine vor dem Zu-Bett-Gehen, sodass sie da oft mit Aumio Entspannungen oder Meditation machen oder auch wirklich im Bett schon. Wir haben jetzt ganz viele auch Einschlafgeschichten, die auch sehr sinnlich erzählt werden, also wo es auch viel darum geht, ja, auf eine Fantasiereise zu gehen und dann die Sinne so ein bisschen einzuschlummern. Und ja, das ist wirklich inzwischen eine sehr bunte Palette. Wir haben auch Yoga-Übungen, Yoga-Kurs, der auch vieles bei Aum ist immer in Geschichten verpackt. Und auch dieser Yoga-Kurs ist im Endeffekt eine Reise über verschiedene Planeten, wo ich dann verschiedene Tiere treffe und dann in diesen Yoga-Posen mit diesen Tieren im Austausch bin. Und da hören wir sehr, sehr viel Positives auch. Gerade was so den Austausch, manche Eltern machen das auch mit ihren Kindern gemeinsam, sodass sie sich hinsetzen und zum Beispiel so einen Aumio-Kurs machen, wo es dann um starke Gefühle geht. Das heißt, da wird dann immer in der Geschichte was über starke Gefühle erzählt und danach machen sie eine kleine Achtsamkeitsmeditation. Und so entstehen dann auch oft Gespräche zwischen Eltern und Kindern, die vielleicht sonst auch nicht so direkt entstehen würden. Weil wann haben wir schon mal so diesen großen Moment, wo es so geht, wir reden jetzt über Ängste, welche Ängste habe ich? So, das ist jetzt nicht das klassische Abendbrot-Thema und soll es natürlich jetzt auch nicht unbedingt sein. Aber mit Aumio wollen wir dem Ganzen so ein bisschen den Raum geben, auch mal für die Kinder solche Themen kennenzulernen, sich frühzeitig damit zu befassen und aber eben auch den Eltern die Möglichkeit geben, sich da mit ihrem Kind auszutauschen. Ja, es ist ja generell für die Kinder besser und viel wertvoller, über ein Thema, worüber sie vielleicht nicht so gern sprechen oder im ersten Moment gar nicht wissen, was wir von denen wollen, sprich so, welche Gefühle hast du jetzt, damit kann ein Kind nichts anfangen, aber so wie du sagst, wenn man da spielerisch an die Gefühle rangeht, dann verstehen die Kinder besser, was Wut ist und können dann auch einem sagen, habe ich Wut heute gehabt oder nicht. Ne? Ja, total. Ja. Das trifft ziemlich auf den Punkt, ja. Total interessant. Also wollten wir, aber ihr merkt, man kann diese App von diesem Thema überhaupt nicht trennen. Ne? Eigentlich wollten wir über die App zum Schluss reden, aber ich finde es halt sehr, sehr toll, dass wir jetzt angefangen darüber zu reden, weil du kannst dann viel, viel mehr erklären, so wie du erzählt hast, da gibt es zum Beispiel Yoga-Möglichkeit oder einfach Einschlafgeschichten, ne, dass die Eltern sich das auch so vorstellen können, was die App beinhaltet. Ne? Und so wie ich das verstanden habe, alles, was dort für ein Kind gibt, können die Eltern auch mitmachen. Ne? Also die Rolle der Eltern bestimmt selbst, was sie machen wollen, was nicht, oder die Kinder, ne? Genau. Und also das ja? Total. Erzähl. Also das ist offen. Also wir haben es immer so gestaltet, dass ein Kind das absolut alleine machen kann, weil wir wissen auch, das ist die Realität der Familien. Man hat als Mutter oder als Vater so viel um die Ohren, dass man jetzt nicht die ganze Zeit sich vielleicht noch daneben hinsetzt, aber die Kinder können es komplett alleine machen. Man kann sich aber vielleicht auch mal den Moment nehmen und sich mal dazusetzen. Und was wir jetzt ganz speziell entwickeln, was wir dann hoffentlich in den nächsten Wochen auch in der App haben, das sind dann wirklich so ganz gezielte Übungen oder Meditationen, wo ich als Elternteil mit meinem Kind vielleicht auch mal zu zweit mich wirklich aktiv hinsetze und wir dann angeleitet bekommen, dass wir gemeinsam auch im Austausch meditieren oder vielleicht auch im Austausch miteinander über Themen reden, wie zum Beispiel, was war heute toll an deinem Tag oder welche Gefühle hattest du heute? Genau, also sehr, sehr selbstständig für die Kinder zu machen, aber auch die Idee, wirklich die Eltern einzubinden, wenn sie denn möchten. Ja, jetzt schaut mal, erklär mir mal den Übergang, das werden bestimmt auch einige Eltern als Frage haben.
Also wir haben jetzt eine kritische Situation und dann haben wir eure App mit ganz tollen Geschichten und Entspannungsübungen und Yoga. Wir können Kinder quasi das, was sie hier, also mir ist noch der, mir ist das schon klar, ne, weil ich auch Pädagogin bin, aber vielleicht für die Eltern, erklär mal diesen Übergang. Wie können die Kinder das, was sie jetzt nicht ausleben dürfen können, mit der App quasi nachholen, sich da entspannen, diesen Übergang? Also ich finde es total spannend, was du da fragst, weil es auch was ist, was wir immer wieder auch von den Eltern hören. Also okay, mein Kind ist jetzt irgendwie gestresst und kann nicht wirklich entspannen. Jetzt gibt es diese App, aber wie bringe ich die jetzt meinem Kind nahe? Und das ist, glaube ich, auch eine ganz spannende Frage, auf die natürlich am Ende immer die Eltern irgendwie die beste Antwort wissen, weil die kennen ihr Kind am ehesten. Ich habe es aber jetzt zum Beispiel schon öfter gehört, dass Eltern gesagt haben, hey, okay, ich habe mich irgendwie beim ersten Mal gemeinsam mit meinem Kind hingesetzt, weil mein Kind auch total offen ist, wenn ich ihm sage, hey, guck mal, das ist spannend. Andere Kinder sind vielleicht so ein bisschen selbstständiger und sagen, ich will nicht, dass Mama oder Papa mir sagen, was ich in meiner Freizeit mache. Da ist dann eher so, dass sie vielleicht das aus Familientablet laden und sagen, hey, guck mal, hier gibt es diese App, wenn du Lust hast, kannst du hier dir Geschichten anhören, und dass Kinder dann, die da eher so ein bisschen selbstständig sein wollen, sich das dann einfach alleine in ihrem Zimmer anhören. Das Schöne ist, wir haben das Ganze eben sehr in diese Geschichte gepackt. Also ich kann mich als Kind da auch sehr zum Beispiel in dem Kennenlernkurs mich einfach mal eintauchen und Aumio kennenlernen und verstehen, in welcher Welt ich mich da bewege, und so selbstständig auch die App kennenlernen. Und dann, wenn man so ein bisschen, wenn die Kinder dann so ein bisschen in diesen Kosmos, in diese ganze Geschichte eingetaucht sind, dann gibt es eben diese verschiedenen Elemente, die man nutzen kann, wie zum Beispiel mal eine Meditation vor den Hausaufgaben, wenn ich mich gerade, oder wenn ich merke, dass mein Kind sich gerade nicht konzentrieren kann. Ich glaube, es geht da auch viel um, einfach selber das Kind explodieren lassen, selber das Kind erforschen lassen in der App, aber auch andererseits vielleicht auch Momente zu schaffen, wo es auch einfach den Raum gibt für diese App. Also Stichwort, ein Ritual vielleicht auch zu finden. Immer nach dem Zähneputzen machen wir 10 Minuten was mit Aumio, bevor du ins Bett gehst. Oder immer nach dem Mittagessen, bevor wir Hausaufgaben anfangen. Dass es da so Momente gibt. Und das ist ja auch das, wo Kinder sich sehr stark dann festhalten können, an so einer Tagesstruktur, an Ritualen. Und die helfen dann auch, wenn ich jetzt merke, okay, das tut meinem Kind gut, dann ist es nicht immer so, dass mein Kind von alleine sagt, hey, ich möchte jetzt wieder eine Entspannungsübung machen. Dann kann es auch helfen, sagen, hey, weißt du noch beim letzten Mal, als wir diese Aumio-Entspannung gemacht haben, hast du nicht Lust, das mal wieder zu machen, jetzt irgendwie vor den Hausaufgaben? Weil ich merke ja, dass meinem Kind es gut tut, vor den Hausaufgaben erstmal zu entspannen. Das ist gerade gestresst von der Schule, von den vielleicht auch Homeschooling Vormittag. Und ich denke, es ist so dieser Mix aus das Kind selber erforschen lassen und andererseits irgendwie auch den Raum dafür zu bieten im Alltag. Ja, denke ich auch. Das, also wenn ich mir das jetzt alles so vorstelle, dann ist es halt beides offen, Kind allein oder Kind mit der Mama, aber wichtig ist, dass das Kind das ausprobiert und für sich eine Möglichkeit findet, zur Ruhe zu kommen, zur inneren Ruhe zu kommen. Ne? Aber auch im Austausch mit den Eltern wird besonders für die Eltern das ganz interessant, weil die dann über diese spielerische Art und Gespräche und über die Geschichten mehr über das Empfinden des Kindes im Alltag erfahren. Ne? Ja. Nee, auch total schön, das auch nochmal aus deiner Sicht als Pädagogin zu hören, wie du das auch sehen würdest im Alltag. Ja, das ist echt. Also ich finde die Geschichte total toll. Also was ihr da wirklich entwickelt habt. Und ich finde es zum Beispiel auch, ich bin auch nicht dieser Gegner von Smartphones. Also klar, alles...
quasi goldene Mitte muss gegeben sein, aber Genau. wir können unsere Kinder nicht irgendwie von Smartphones jetzt fernhalten, denn auch Ja. Smartphones bieten ja tolle Möglichkeiten, Alternativen, auch Spiele oder solche Ja. Apps, die man als Eltern bewusst für das Kind aussuchen kann und Ja. dem Kind näher bringen kann, ne? Da triffst du auch, glaube ich, zu so unserer Botschaft. Wir wollen nicht, dass die Kinder die ganze Zeit vor einem Bildschirm hängen. Das ist absolut nicht das, was wir uns wünschen. Deswegen bei Aumio vieles findet ja auch wirklich im Hören statt. Also ich höre ja, wenn ich Aumio nutze, höre ich ja 80% zu und gucke gar nicht auf den Screen. Und gleichzeitig ist es auch so, wie du sagst, also wir können einfach Apps gestalten und dann als Eltern auch Apps aussuchen für unser Kind, die wertvoll sind und so auch Kindern diesen Einstieg in die digitale Welt ermöglichen, ohne dass sie nur da drin versinken. Ich glaube, das ist die goldene Mitte, die du beschreibst, die es da gilt zu finden. Und ja, wir hoffen, dass wir mit Aumio da einen Beitrag zu leisten, auch diese digitale Welt zu nutzen und wirklich Angebote zu schaffen, wie zum Beispiel bei Aumio, dass es auch darum geht, hey, ich kann hier meinem Kind auch helfen, von klein auch zur inneren Ruhe zu finden, zur Entspannung zu finden, zu einer Schlafroutine auch zu finden. Das sind ja Sachen, die erstmal nichts Schlechtes in sich tragen, sondern die einen Mehrwert bieten. Und da ist wirklich das Smartphone dann nur ein Instrument. Und das muss ja auch kein eigenes Smartphone sein. Viele Eltern nutzen das über das Familientablet, was es dann öfter gibt und so weiter. Ja. Ja, ich denke, ganz viele Eltern, so wie ich mal mitbekomme, ab und zu so über Privatnachrichten, die versuchen, diese digitale Welt den Kindern ganz fern zu halten. Ne? Und also melden sich quasi dann bei mir und fragen mich, wie ich das dann dem Kind erklären soll. Was soll ich das dem Kind sagen? Und meine Kinder zum Beispiel haben... Als ich das, die waren noch ganz jung und dann hat mein Kind zum ersten Mal nach meinem Handy gefragt, ne? Und dann habe ich gesagt, nö, darfst du nicht, ne? So. Und dann hat das Kind gesagt, und da war mir direkt klar, ich muss das irgendwie anders machen, weil dann hat mein Kind gesagt, weil ich klein bin und wenn ich groß bin, darf ich das, weißt du? Und dann versucht das Kind, also das Kind merkt, okay, ich bin nicht gut genug, noch nicht groß genug, noch nicht ich genug, ja, um das zu bekommen. Das heißt, ich muss etwas erstmal leisten, auch wenn es wachsen ist, ja, um das und das zu bekommen. Und da habe ich gedacht, irgendwie, nö, da muss, ne, der Weg irgendwie anders gehen. Und das ist dann der Weg, quasi ich suche für mein Kind bewusste, wertvolle Angebote und biete das dem Kind, anstatt ganz streng zu verbieten und dem Kind das Gefühl zu geben, du bist noch nicht genug, um total das spannend. Zu nutzen. Finde ich total, total spannend, diese Gedanken aus deiner Erfahrung als Mutter, aber natürlich auch als Pädagogin zu hören, da wirklich. Weil in dem Moment, wo ich sage, nee, also das Smartphone, das ist überhaupt nichts für dich, dann, wie du sagst, ist es auch so ein bisschen was von, irgendwann bin ich dann groß genug und dann darf ich das endlich haben und dann wird es zu so einem heiligen Gral. Dabei ist es ja einfach wirklich, im Endeffekt ist es ein Gerät, das mir bestenfalls bei irgendwas helfen kann. Und ich glaube, als solches sollten wir es auch irgendwie in unseren Alltag integrieren. Mhm. Es ist ein Gerät wie jedes andere. Es gibt Bücher, da sind schöne Texte drin und es gibt Bücher, die sind total öde und irgendwie nicht so wertvoll für mein Kind. Genauso gibt es, glaube ich, halt beim Smartphone Apps, die können wertvoll sein und es gibt Apps, die sind nichts für mein Kind. Ja, genau. Erzähl mal, ab welchem Lebensjahr ist so eine App für ein Kind? Also was ist eure Erfahrung oder wie habt ihr das entwickelt? In welchem Jahr darf das Kind damit anfangen? Also wir haben ja bei Aumio sehr, sehr viele Hörgeschichten, wirklich Hörerlebnisse, die wir da zur Verfügung stellen. Und das ist dann gerade
auch diese Einschlaf- und Entspannungsgeschichten, die sind wirklich sehr liebevoll erzählt und auch schon für Kinder so ab 4 Jahren zum Zuhören geeignet. Und es muss dann auch gar nicht sein, dass das Kind selber das Tablet bedient dafür, sondern ich kann ja als Elternteil ganz bewusst die Geschichte anmachen und dann einfach abspielen lassen. Die dauert dann 15 Minuten, so eine Entspannungsgeschichte. Und man muss auch gar nicht auf dem Tablet geklickt werden. Und so ein bisschen, dass die App irgendwie funktioniert als etwas, was ich selber in der Hand habe und so ein bisschen erforsche. Das ist dann eher so ab dem Grundschulalter, wo wir sagen, hey, da gibt es dann verschiedene Kurse auch, die wirklich für Grundschulkinder auch konzipiert sind, wo es dann eben wie ich schon gesagt habe, um Gefühle verschiedenster Art geht oder was tue ich, wenn ich gestresst bin. Und das ist dann eher so dieses Grundschulalter, aber viele Inhalte, auch das Kinder-Yoga, funktioniert schon so ab 4 Jahren ganz gut. Und ja, und wie gesagt, absolutes Verständnis, wenn man da auch sehr dosiert mit digitalen Geräten umgehen möchte. Aber es ist dann in dem Moment auch eher wie ein Hörbuch am Ende. Ja. Ah ja, okay. Spannend. Ganz spannend. Ja. Nee, total schön. Cool, ja. Das, magst du noch, bitte? Nee, es freut mich. Also freut mich auch, dass auch sozusagen ja von dir als Pädagogin irgendwie als etwas Wertvolles gesehen wird, weil wir hören das auch von vielen Lehrkräften tatsächlich, dass wir auch versuchen, wir auch immer mehr ins Gespräch zu kommen, weil viele Lehrkräfte auch berichten, hey, das ist eigentlich total klasse, wenn ich in meinem Unterricht das auch integrieren kann. Mhm. Also wir machen tatsächlich auch gerade, beginnen gerade mit einer Studie, wo wir das in den Grundschulklassen unterbringen, dass da Lehrkräfte 4 Wochen lang immer mal wieder eine Meditation mit Aumio einbauen oder eine Entspannungseinheit mit Aumio einbauen und wollen da dann auch erforschen, was das wirklich auch in der Klasse für eine Auswirkung hat. Weil es wird auch tatsächlich da als sehr wertvoll betrachtet. Ja, und wo du jetzt erzählst, habe ich gestern, wir haben als Freund einen Arzt, ne, und der hat gestern auch erzählt, er sucht sich gerade eine Schule für seine Tochter, und da soll so eine freie Schule sein, also wo es halt schon neue Konzepte unterwegs sind, quasi die Kinder nach ihren Stärken etwas lernen und so weiter. Und der war gestern in einem digitalen Online-Elternabend oder Elternvorstellung. Ne, hatten die da über die Schule mal ein bisschen was erzählt. Und er sagt, ich habe eingeschaltet und das Erste, was wir gemacht haben, war Meditation. Das heißt, das war so wie du erzählst, quasi für die Erwachsenen, ne? So am Anfang kommt alle runter, vergesst den Tag, ne? Und dann hat sie dann quasi so erzählt, auf die Gefühle eingegangen, irgendeine Reisegeschichte gemacht. Und dann ging die Präsentation los und er hat gesagt, ich habe sowas, er hatte das noch nie erlebt, ja. Und dann sagte er, ich konnte mich so gut konzentrieren. Ich habe meine Arbeit, meine Klienten, alles vergessen und war voll dabei. Ja. Ohne Meditation hätte das nicht funktioniert, hat er gestern erzählt. Ja. Und jetzt erzählst du das für die Kinder und ich finde das total großartig, dass die Kinder erstmal wirklich auch im Unterricht ankommen dürfen. Genau. Ne? Genau, das ist die Idee. Und genauso wollen wir einfach helfen im Alltag, auch im Zuhause, einfach Momente zu finden, wo wir einfach mit unseren Kindern oder unsere Kinder alleine einfach mal zur Ruhe kommen, entspannen können. Und einfach auch alles Schwere und alles Anstrengende, was jetzt gerade auch durch Corona noch mal viel mehr in unserem Alltag ist, wirklich einfach mal sein zu lassen. Und Denn gerade diese psychosomatische Sache ist halt, ne, was also Emotionen und so weiter, unsere Psyche kann ja auch unterschiedliche körperliche Krankheiten hervorrufen. Und das ist quasi auch so eine Prävention. Ja, total. Um, ne, Gefühle total zu verarbeiten. Also wir sehen das auch, wir sprechen da auch inzwischen mit einigen Krankenkassen, dass wir eben da auch versuchen, mit denen
ins Gespräch zu kommen, zu zeigen, hey, guck mal, es geht ja auch wirklich um das Thema Prävention, also wirklich frühzeitig auch zu verhindern, dass überhaupt so ein Stress vielleicht chronisch wird, auch bei einem Kind kann das schon passieren und sich dann ja in irgendwelchen auch psychischen Leiden dann äußern. Und das wollen wir halt einfach möglichst verhindern, indem wir möglichst früh in der Breite solche Entspannungs- und Ruheangebote schaffen für die Kinder. Toll, ja. Ja, und finde ich total spannend. Ich weiß nicht, wie es ist, also wir hatten uns auch überlegt, dass wir deinen Hörerinnen und Hörern da auch ein kleines quasi Angebot machen wollen. Wir sind jetzt gerade mit Aumio seit 2 Monaten am Markt, dass wir für die Vielzahl der Premium-Inhalte eben auch ein bisschen ein kleines Geld verlangen müssen, weil wir uns sozusagen auch tragen müssen. Wir haben jetzt ein halbes Jahr lang alles kostenlos angeboten, aber um das noch so ein bisschen angenehmer zu gestalten für deine Hörerinnen und Hörer, dachten wir, dass wir über ein Kennwort, wenn sie uns schreiben, das Ganze für 20 Euro im Jahr anbieten möchten, sodass, wenn sie uns schreiben an info@aumio.de mit dem Kennwort geliebt 20, dass wir dann sehr gerne Ihnen das Aumio-Abo für 20 Euro im Jahr anbieten können. Das wäre was ganz Tolles, ja. Finde ich total großartig, dass ihr das macht und freut mich auch, ja, weil dass ihr halt auch auf diese Situation eingeht, dass vielleicht nicht alle Eltern jetzt finanziell stark auf den Beinen stehen. Und ich glaube, da werden einige Gebrauch davon machen und ich finde das echt toll, dass ihr da ja entgegenkommt auch, ja, total cool. Ja, also unser großes Ziel wäre es dann eben, und das ist dann eben so das Thema über die Schulen, auch über die Krankenkassen zu gehen, dass da wirklich auch viele von profitieren können, wo ja vielleicht dann jetzt auch gerade die Eltern nicht die Zeit haben, wo ja einfach vielleicht so viel gearbeitet werden muss, dass zu Hause dann nicht immer die Zeit ist, sich noch um alles zu kümmern. Deswegen versuchen wir da mit den Schulen auch ins Gespräch zu kommen oder eben auch über die Krankenkassen, dass die da auch die Kosten übernehmen. Die Sachen sind auf dem Weg, aber die brauchen auch ihre Zeit. Und solange hoffen wir, dass wir zumindest die Eltern auch zu Hause da ein bisschen, dass wir denen ein bisschen entgegenkommen können. Ja, total schön. Ja, freut mich sehr. Und wie gesagt, die Verlinkung zu der App in der App Store mache ich in der Beschreibung unter diesem Podcast oder unter dieser Folge. Ebenfalls schreibe ich euch da die E-Mail-Adresse und das Kennwort geliebt20 unten rein, dass ihr wisst, an welche Adresse, welches Kennwort ihr schicken sollt. Und ich kann nur eins sagen, nutzt das Angebot. Ich finde das total cool. Als ich eure E-Mail gelesen habe und dann die App mir angeschaut habe, habe ich echt gedacht, ohne jetzt zu übertreiben, ihr seid wirklich ein Geschenk für diese Welt. Also das ist, mir so, die Welt entwickelt sich in die richtige Richtung. Es gibt Menschen, die das alles nicht einfach so hinnehmen und wir können nicht so viel verändern, aber nicht jammern oder so, die dann aktiv sagen, ja, es ist die Situation und wir nehmen das auch in die Hand und versuchen da unser Beitrag dazu zu leisten. Und es ist einfach ganz, ganz toll, was ihr da macht. Und ich wünsche mir auch ganz viele Menschen, die das auch so, ne, sowas machen, ne? Irgendwie einen Teil leisten. Ne? Total schön. Ja, vielen Dank, dass du das so siehst und wir freuen uns natürlich auch einerseits, dass du dich auch dem Thema widmest und dass du auch wirklich darüber sprichst hier in deinem Podcast, wie kann ich irgendwie meinem Kind oder wie können wir unseren Kindern auch einfach eine liebevolle Erziehung geben und wie können wir da auch wirklich als wir alle als Gesellschaft auch dafür einstehen, dass wir gemeinsam groß werden und gemeinsam stark werden. Genau. Das ist auch unser Ziel bei Aumio. Ja. Ja,
Super. So, danke, lieber Jean, dass du dabei warst. Es hat mich richtig gefreut und ja, wie gesagt, ich bin da sehr positiver Dinge und ich habe auch sehr bewusste Followerschaft, ganz viele Mütter, die sich auch auf dem Weg zur Veränderung, zu inneren Selbstreise gemacht haben. Ich glaube, da werden einige dieses Angebot total toll finden. Deswegen haben wir auch diese Podcast-Folge aufgenommen. Vielen lieben Dank, Ada. Das hat mich sehr gefreut. Danke für deine Zeit. Ja, danke dir. Ich danke dir und ja, wünsche viel Spaß den Hörerinnen und Hörern, das mal auszuprobieren und natürlich sehr gerne, wir hören immer sehr gerne Feedback, auch gerade von den Kindern. Das ist einfach unser Herzensanliegen, dass wir da auch die Sachen immer weiter so entwickeln. Also ja. Können sich gerne alle bei uns melden. Genau. Super, danke dir. Klasse, danke dir. Bis dann. Bis bald. Tschüss. Tschüss.